Hey Dudes, was geht ab? Damn. Ja, Utober, heute ist der 30.10. auf meiner Uhr, auf meinem Kalender. Und das Video geht live am 31.10.2021. Wir haben es geschafft. Dieser Utober war echt geil. Ich für mich persönlich finde, ich habe mit Abstand den besten Utober abgeliefert von meiner Seite aus. Ich fand die Videos waren echt geil. Es war viel dabei, viel Reisen. Viele Skateparks, die kommen bei euch am besten an. Auch was Neues introduced mit dem You Lose You Scoot. War echt geil. Hat alles super geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut aufgeht und dass ich irgendwie trotzdem alles so entspannt durchziehen konnte. Also ich hatte nie irgendwie eine Phase, wo ich gesagt habe, oh scheiße, ich schaffe das zeitlich nicht, das ist eine Deadline. Das hatte ich in der Vergangenheit. Das waren die letzten zwei Male, als ich das gemacht habe, ein Riesenproblem ab und zu. Aber dieses Mal war es irgendwie, keine Ahnung was, vielleicht bin ich mittlerweile so effizient, dass einfach alles super läuft, wie so eine gut geölte Maschine. Und war echt super. Ich glaube, ich hatte einmal den Fall, wo ich ein Video am selben Tag erst hochladen konnte, weil es noch nicht fertig war. Hatte aber dafür andere Videos auch noch im Petto. Es war nur von meinem Plan her so. Aber ja, geil. Was ich jetzt heute, das heutige Video eigentlich, so wird auch das Video heißen, und zwar ist es mein Utober Street Part. Letztes Jahr, falls ihr es noch wisst, wer damals schon mit dabei war, wir haben unser Full-Length-Video 2020 rausgehaut, wo ich eben auch einen Part hatte in dem Video. Dieses Jahr klappt es nicht. Wir haben dieses Jahr kein einziges Mal Street Skating, also fast gar nichts. Viel Skateparks, ich war auch viel so Reisen unterwegs, aber Street Skating null. Ja, ich möchte aber nichtsdestotrotz hier in dem Utober auch so ein bisschen einen kleinen Mini-Part euch präsentieren können. Und was habe ich gemacht? Der Plan von mir war eigentlich, ich wollte einen Street-Part machen an meinem OG Skatespot. Das ist ein Möbelhaus in Neubert und wollte da einen kompletten Part filmen. Ja, also Oktober hat er im Prinzip vier Sonntage oder halt eben der 31. Und das wäre mir zu knapp gewesen. Also ich hatte mehr oder weniger vier Tage Zeit, den Part zu filmen. Und dann hat es sich leider so ergeben, dass einer der Tage Tag der offenen Tür war an diesem Möbelhaus. Ich also nur drei Tage hätte, also musste ich ein bisschen umschwingen und habe dann noch einen zweiten Spot mit reingenommen. Und zwar ist es das Chemikum in Erlangen. Also ich habe einen kleinen Part zusammengezaubert in mehr oder weniger vier Tage. Ich glaube, es war noch ein Samstag, also sagen wir mal fünf Tage, ein Streetpart zusammengebastelt, den ich jetzt euch zeigen kann. Man muss im Hinterkopf behalten, es sind fünf Tage und ich habe eigentlich nur versucht, irgendwie durchzuballern, damit hauptsächlich ein bisschen was zusammenkommt, ein bisschen Material. Ich habe jetzt, glaube ich, so zwei bis drei Minuten zusammenbekommen. Ein bisschen B-Roll und das ganze Zeugs, ein paar Bears. Und das Level von dem Part ist auf keinen Fall mega krass hoch. Und ich finde aber trotzdem, es ist ein chilliger Part. Ich bin froh darüber, dass ich es irgendwie hinbekommen habe, in der Kürze der Zeit ein Part rauszuhauen. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. Das ganze Vorgeplänkel jetzt alles nur für euch als Kontext, wenn ihr den Part seht. Es ist jetzt kein mega krasser Shred-Part. Aber es ist etwas. Und ich finde es cool. Ich zeige euch jetzt ganz schnell den Part. Und nach dem Part möchte ich noch ein paar Worte für verlieren, über wie es weitergeht in der Zukunft. Also viel Spaß mit meinem Utober Street Part 2021.
Sordele, ich hoffe, euch hat's gefallen. Der eine Bail, dieser Nose Grind Shove It Out, legs me fat. Alter, mich hat's so zerstört. Ich habe hier immer noch an dem Oberschenkel einen massiven blauen Fleck, gigantisch. Der war echt, keine Ahnung, was da passiert ist. Beine weggezogen, krass. Aber ja, das war der Part. Wie gesagt, chillig und ich finde ihn eigentlich cool. Aber, das große Aber, und jetzt gehen wir mal weiter in Zukunft. Was kommt als nächstes? Ich brauche jetzt erstmal, ich sage mal jetzt ein bisschen eine Pause. Die nächste Woche, zwei Wochen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nächstes Wochenende schon wieder einen Parkcheck parat habe. Es wird richtig schwer jetzt, vor allem mit den Wetterbedingungen, auch wöchentlich das rauszuhauen. Ich werde es versuchen, auch Skate heilen und das Ganze. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder mehr posten. Mindestens einmal die Woche, vielleicht sogar zwei oder dreimal. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Winter ist immer schwierig. Aber diesen Winter möchte ich auf jeden Fall mehr machen als im letzten Jahr. Und große Ankündigung. Ab nächstes Jahr werden wir wieder filmen für ein Full-Length-Street-Video. Ich werde mir eine neue Kamera holen und dann geht's ab. Dudes, dann packen wir es aus, Alter. Und ich muss sagen, ich habe jetzt insgesamt drei Parts, wenn man so möchte, bisher in meiner Karriere so richtige Parts veröffentlicht. Und da ist der von heute auch mit inbegriffen. Und keiner der Parts bin ich so wirklich zufrieden. Der nächste Part, der soll bombig werden. Also soll ein richtiges Brett werden für mich persönlich. Also natürlich so ein persönliches Aushängeschild und sagen, das ist mit Abstand der beste Part, den ich gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Leute zusammenbekomme, dass die Crew auch mit geil am Start ist und dass wir ein schönes Full-Length-Video wieder raushauen. Vielleicht Ende des nächsten Jahres, vielleicht YouTuber 2022. Oder dann das Jahr drauf. Müssen wir mal schauen, wie viel wir reinholzen. Also nächstes Jahr viel Streets gehen. Und natürlich auch Park-Reviews bleiben hier auf dem Kanal erhalten. Die werde ich jetzt zukünftig weitermachen. Es gibt so viele geile Skateparks in Deutschland. Mir macht es richtig Spaß, die auszuchecken. Und ich glaube, bei euch kommt es auch gut an. Also machen wir das. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein, für dieses schöne Dingens. YouTuber 2021. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch nicht abonniert habt den Kanal und ihr von Anfang an mit dabei wart, dann bitte tut mir den Gefallen. Haut es drauf. Hier, subscribe oder abonnieren heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Abonniert den Kanal bitte, liken, kommentieren und ja, danke. Wir sehen uns. Peace out. Bye. Halt, stopp. Falls ihr euch wundert, wie ich diese geile Intro am Anfang gemacht habe, das war nicht ich, sondern mein Bruder. Und krass Respekt an ihn, richtig geil gelungen. Ja, also Happy Halloween und viel Spaß beim Süßigkeiten essen und Horrorfilme schauen. Peace out, bye.